Bitte schön, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr. Danke. Na, um was handelt es sich? Also, unvergesslicher Herr Kriminaloberinspektor Wanninger, wir dürfen uns Ihnen hiermit als der bevollmächtigte Ausschuss des Franz-Josef-Gedächtniszirkels vorstellen. Wir möchten Ihnen nämlich partout gerne einladen für morgen Abend ins Hotel Jagdhof. Wir wollen da nämlich Ihnen zu Ehren ein festliches Dinner veranstalten. Ja, genau. Und zwar findet da statt, das Dinner, nicht wahr? In Memoriam beziehungsweise der engen Geschäftsbeziehungen. Überdies ist uns zu Ohren gekommen, dass die staatliche Gewalt beabsichtigt, Ihnen zu Ihrem Geburtstag einen Orden zu verleihen. Und daraufhin hat unser Club sich natürlich auch nicht lumpen lassen wollen. Ja, und Sie dann auch in einem adäquaten Modus ehren wollen, nicht wahr? Ja. Und dafür haben wir extra einen Orden gestiftet. Nämlich die goldene Handschelle. Ja. Ja. Natürlich für das Dinner. Auch für Sie, Frack oder Smoking, Chose d'honneur. Ja, meine Herren, Sie haben mich tief beeindruckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch so stark in Ihrer Erinnerung bin. Also kurz und gut, ich nehme Ihre Einladung und die mir zugedachte Ehrung gerne an. Mein lieber Toni, Frau Inter, ich finde die Akte nicht. Jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland hat das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit, laut Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Akte war bei mir drüben. Ja, da kann ich ja lange suchen. Dankeschön. Wir Bayern haben aber seinerzeit dem Grundgesetz nicht zugestimmt. Trotzdem sind wir das größte Kulturvolk seit Jahrhunderten. Langt das? Jahrtausenden. Das ist ja toll. Ja, das glaubst du nicht, aber wir konnten es... Ja, bitte. Ja? Grüß Herr Gott. Ja, Herr Wanninger. Ja, Herr Wanninger, was machen denn Sie da? Guten Tag. Grüß dich, Gott. Tag, Herr Wanninger. Ja, ich war gerade in der Nähe. Shopping. Ja. Ach. Und ja, bei der Gelegenheit haben wir gedacht, könnt ihr doch gleich das Material über den Grundstücksbetrug von 1978 mitnehmen. Ja, ja. Hast du das gefunden im Archiv? Freilich, ich weiß da ja, wenn ich. Also. Aber ich hätte es ja schon mitgebracht, morgen Abend. Nein, nein. Morgen Abend kannst du nicht zu mir kommen, da habe ich keine Zeit. Ja, wir wollten doch das miteinander noch durchgehen. Pressiert es jetzt auf einmal so im Endspurt mit den Memoiren? Ja, und ob das pressiert? Aha. Nächsten Dienstag muss es ja schon beim Verlag abliefern. Hey. Ja, die Vorauswerbung, die läuft schon auf vollen Touren. Ja, fantastisch. Nein, sitzen Sie ja nicht her. Ja, kommen Sie, wollen Sie nicht im Moment ablegen, Herr Wanninger. Junge, sind Sie aber schick. Ja, den haben wir gerade ausgeliehen. Oh. Ja, ich habe nämlich für morgen Abend eine Einladung. Grüß Gott, Herr Wanninger. Grüß Gott, Frau Edler. Für morgen Abend? Ja. Und da tragen Sie heute schon den Smoking. Nein, nein, den habe ich gleich anlassen, damit er sich an mich gewöhnt. Ah, ja, ja. Was ist denn das für eine tolle Einladung? Ja, ist euch der Franz-Josef-Gedächtniszirkel ein Begriff? Was? Das habe ich auch noch nie gehört. Na, ich bisher auch nicht. Das sind 7 ehemalige prominente Kunden von mir. Ja? Die haben mich für morgen Abend eingeladen zu einem Galadinner. Ja, und dann wollen sie mir auch noch einen Orden verleihen. Ach so. Ja, was sind das für 7 ehemalige prominente Kunden? Ja, Frössl, ich kann mich auch nur noch an die Spitznamen erinnern. Da war der Schocker und dann Ferdinand. Das Echo und der Onkel, naja, und noch ein paar andere, gell? Aha, und von denen sind Sie zum Galadiner eingeladen? Ja. Also, ich weiß nicht, Herr Wanninger. Ja. Ich weiß nicht. Mir kommt das auch komisch vor. Ja, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ja. Na, und wenn schon. Die Gaudi lassen wir doch nicht entgehen. Wanninger und die 7 Zwerge. Dazu. Ja. Wo bringt er mich denn hin? Darf ich vorgehen? Bitte. Oh, das ist aber ein schöner Schlitten. Bitte nehmen Sie Platz. Oh. Also ein bisschen eng ist für das schon. Dabei wird davon noch so ein komfortabler Platz frei. Oh nein, unser einer sitzt prinzipiell im Fond, Herr Wanninger. Tja. Nein, nein, das umbringt. Das ist doch nicht zu viel. Oh. Sie kommen. Ja, bitte. Ich würde die Witze haben. Willkommen, Herr Wanninger. Grüß Gott. Das Kreuzass. Ja. Sie haben damals manchen Trumpf weggestochen. Es war mir ein Vergnügen. Sie gestatten? Alastair Geldberg. Servus, vergiss mir nicht. Ja, ich bin bezaubert, verehrtester.
Das Wiedersehen mit einem Amigo ist doch, wie sage ich es nur, wie ein Schaumbad für die Seele. Gehen wir also immer noch mit den alten parfümierten Sprüchen hausieren? Ja, ich bin immer nur meiner Natur gefolgt. Kramer, freut mich. Ja, mich auch. Das Stethoskop. Im Falle eines Falles, das Stethoskop knackt alles. Nannte man nicht alles. Ja, da hätte ich allerdings was vermisst, wenn der Silberfuchs nicht mit von der Partie gewesen wäre. Vergesslicher Meister Wanninger, namens des jetzt vollständig versammelten Franz-Josef-Gedächtniszirkes begrüße ich Sie herzlich in unserer Mitte und gebe dem aufrichtigen Wunsch Ausdruck, dass Atmosphäre und Verlauf unserer kleinen Zusammenkunft Ihrem Anlass würdig seien. Die Admiralitäten, bitte. Herr Dorsche, Kino gibt's auch noch. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Es ist uns ein besonderes Anliegen, anhand einer kleinen Auswahl aus unserem reichen Material gerade heute noch einmal zu dokumentieren, wie eng Sie und wir damals stets miteinander verbunden waren. Danke. Nicht zuletzt durch unsere Kameras, mit denen wir Sie ständig unter Kontrolle hatten. Lieber Meister Wanninger, bitte den Film ab. Sehr zum Wohl. Gut. Ja, da hat einer mit mir Boxen trainiert. Ja. Oh, war ja. Dann war ich auch ein Ja, Autogramm wollten sie auch. Ja, das habt ihr alles fotografiert. Ja. Ja, da auch. Das war ja der Gräbe. Ja, das war sehr die haben wir gemacht. Ja, alles lassen wir natürlich nicht gefallen. Okay. Ja. Da schau ja die Türme und ich bleib hängen. Ja, und mich halt die Polizei. Pass mal auf, es ist kommt. Angst, Herr Wanninger, wa? Nein. Das ist ja. Hoppla, hoppla. National die Poten. Na, was macht ihr, wenn ein Revolver von der Stadt ist? Das ist ein ganz komisches Gefühl, was, Herr Wanninger? Hast du eine Ahnung, was die Bosse mit dem Ding vorhaben? Nichts. Nur mal durchsehen, bevor es in Druck geht. Okay, das ist es. Pack's ein. Klasse, Herr Wanninger. Ja. Was? Ich war, Herr Wanninger. Ja. Mein Gott, wer hätte das gedacht, dass ich auf meine Elterntage noch einmal einen so stattlichen Mann fesseln könnte? Wir bitten um Ihr freundliches Verständnis. Sie bleiben vorübergehend in Einzelhaft. Aber nur im Scherz und nur für ein halbes Stündchen. Ich hoffe, Sie nehmen das Späßchen so, wie es gemeint ist. Einmal in Ihrem Leben dürfen Sie auch spüren, wie sich die Dingerchen anfühlen, Herr Wanninger. Komm mit. Ja, aber der Orden, den ich kriegen sollte, ich meine, die goldene Handfessel. Das ist doch das nicht, oder?
Also, Herr Wanninger, jetzt unterstellen Sie unserem Sensorium für Stil und Geschmack aber allerhand. Nur Geduld, Kommt, Herr Wanninger, wir haben noch ein sattes Programm. Schau, Bandy! Hinterfutzige! Das ist ein unverschämt, was der Kerl hier schreibt. Ist das herrlich, was der hier bei euch schreibt? Ich lese hier gerade über Sie, Herr Kollege Petrovic. Finde ich ja gelungen, wie er dich beschreibt. In Spielhöllen und Fallspielerkreisen hielt sich Ferdinand das Echo für die absolute Nummer 1. Spitznamen führte er deshalb, weil er die Ansagen seiner Mitspieler stets monoton im Wortlaut wiederholt. Wieso? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist doch alles korrekt. Also, was er hier über unser Vergissmannicht schreibt. Das ist direkt poetisch, oder wie man so schön sagt. Also, hört. Eine reizvoll schillernde Blume erblühte seit 1966 im Sumpf der Unterwelt in Gestalt von Vergissmannicht. Mit seinen bestechenden Manieren, seinem geschmackvoll parfümierten Charme und seiner erstaunlichen Überredungsgabe verstand er es, Geldanleger großen Stils zu Transaktionen und Investitionen zu verleiten, die jeder seriösen Grundlage entbehrten, ihm selbst aber zu Prämien und Provisionen in Millionenhöhe verhalten. Stilistisch ist es gar nicht so übel. Ja, jetzt hören wir weiter. Dann aber wurde ihm im Mai 1969 eine von mir aufgebaute Falle zum Verhängnis, in der er sich durch jene geradezu lächerliche Eitelkeit und weibische Schwatzhaftigkeit findet, die für sein Wesen so überaus charakteristisch sind. Aber zu meiner großen Befriedigung geht unser Amigo mit den harten Männern nicht minder dreist um. Willst du mal hören, Schocker? Der Schocker hielt sich für den unschlagbaren King auf dem Gebiet der psychologischen Kampfführung. In Wirklichkeit jedoch steckte hinter dem unschlagbaren Schocker nur ein kleinkarierter Bluffer. Meine Herren, lieber verehrter Meister, ein wenig betrübt treten wir vor Sie. Aber als Mitglied des Franz-Josef-Gedächtniszirkels schmerzt es uns, dass Ihre Memoiren in der uns vorliegenden Fassung dem Geist und der Bedeutung Ihres Verfassers nicht gerecht werden. Sie machen da aus einer großen, großzügigen Persönlichkeit einen kleinen, kleinlichen Schnüffler. Verehrter Meister, Sie haben uns enttäuscht. Sie haben es mehr mit der Dichtung als mit der Wahrheit, Verehrtester. Wer wird seine lieben Freunde, und das sind wir doch, haben wir uns nicht gerade festlich versöhnt, so verleumden? Sie schlimmer? Wenn ich ein wenig wohlmeinende Kritik anbringen darf, halten Sie es für klug, als Autor, Ihre Gegenspieler so klein zu machen? Hört endlich auf, rumzusülzen. Ich sag dir eins, Freundchen. Wenn du das, was du da geschrieben hast, nicht zurücknimmst, dann knall ich dir eine. Idiot. Verzeihen Sie unserem lieben Freund seine verständliche Erregung. Solange er in deinen Fesseln liegt, wird er wohl sprachlos bleiben. Ja. Es ist unmöglich, von mir nicht gefesselt zu sein. Danke. Darf ich bitten, Herr Oberinspektor Wanninger? Da möchte ich aber bloß wissen, wozu ihr die Handschellen braucht. Ach, ihr wollt, dass ich meine Memoiren nach eurer Auffassung von Wahrheit ändere. Hm? Ach, Sie sind ein brillanter Kopfmeister. Wie schnell Sie verstehen. Ohne mein Archiv geht aber da nichts. Ihr Archiv, mein Lieber, sind wir. Sir. Ferdinand das Echo wurde er genannt, weil er ein beinahe übersinnliches Gespür für das Leid seiner Mitmenschen hatte. Was Sie erlitten, erlitt auch er. Er war ein Robin Hood der Neuzeit. Den Haien und Hyänen nahm er, um den Armen und Bedürftigen zu geben. Jetzt kommen mir gleich die Tränen. Das ist eine Wahrheit, die haut mich glatt um. Nicht wahr? Das ist das Mark vom Wort, woraus die echte Lebenserfahrung kommt. Das hat man oder hat man nicht. Mein lieber Ferdinand, oder muss ich jetzt Robin Hood sagen? Das glaubt mir doch kein Mensch. Aber wenn Sie sich da nur nicht irren, Herr Wanninger. Wie sagt der Lateiner schon sehr richtig, die Welt will beschissen sein. Ja. Und darin seid ihr ja perfekt. Wie weit sind Sie? Übersinnliches Gespür.
übersinnliches Gespür für das Leid seiner Mitmenschen hatte. Also eigentlich müsstest du dich jetzt selbst verhaften. Das ist doch kein Einbruch. Das ist Notwehr. Aha. Bravo, Herr Kollege. Toni? Ja? Verstehe ich nicht. Nicht der kleinste Hinweis. Zahnbürste ist da, Rasierapparat ist da, nur der Smoking, den er sich geliehen hat, der ist weg. Ja, wo steckt er denn dann seit zwei Tagen? Was weiß ich. Ob die immer noch feiern? Ach, das glaubst du doch selber nicht. Was machen wir denn? Tja. Halt. Ah. Jetzt habe ich vielleicht eine Idee. Ja? Moment. Da war sie mal. Was denn? Es ist weg. Was ist weg? Das Manuskript. Seine Memoiren, weg. Richtig, richtig. Das wollte der doch unbedingt fertig machen. Ja? Vielleicht ist er zum Verleger gegangen. Aber im Smoking. Ach, schmarrn. Aber das kriegen wir sofort raus. Wir müssen da. Verlag. Naja. Ja, kann ich bitte Herrn Dr. Hieronymus sprechen? Natürlich ist es dringend. Kommissar Fröschl ist am Apparat. Ja, bitte. Grüß Gott, Herr Dr. Hieronymus, hier Fröschl. Ich halte Sie gar nicht lang auf. Ich habe bloß eine Frage. Ist der Herr Wanninger bei Ihnen? Was? Ja. Ja, danke schön. Wiederhören. Ja, was ist? Im Verlag hat er angerufen. Hä? Er hat sich zurückgezogen in die Einsamkeit, um dort ungestört seine Manuskripte den letzten Schliff zu geben. Der Wanninger? Ist doch ein Schwachsinn. Da stimmt doch was nicht. Genau. Ohne Zahnbürste, ohne Rasierapparat, mit dem Smoking in die Einsamkeit? Heinerl. Was ist denn? Da haben wir was. Weißt du, wie dieser Schocker mit bürgerlichem Namen heißt? Nein. Adalbert Heidenreich. Adalbert Heidenreich, ja. Heidenreich, Heidenreich, Moment mal. Ach, du meinst, Genau, den meine ich. Der sehr ehrenwerte und höchst angesehene Vorstandsvorsitzende der Bau AG Himmelreich. Adalbert Heidenreich. Also, wenn das stimmt. Da schau her, da bin ich fest überzeugt davon. Außerdem können wir das sofort nachprüfen. Aha. Also, Toni, wenn das stimmt, dann ist mir völlig klar, warum die den Wanninger entführt haben. Ja, selbstverständlich, mir auch. Mhm. Wegen der Memoiren. Genau. Wenn die nämlich erscheinen, dann sind diese ehrenwerten Herren erledigt. Ja, dann müssen wir jetzt also nur noch diese anderen ehrenwerten Herren herausfinden. Und dann? Dann heizen wir denen etwas ein. Genau. Also ein Skandal ist das, da steht. Ja, ein Skandal. Meine Herren, lassen Sie uns doch die Angelegenheit mal ganz cool betrachten. Dieser Vorabdruck der Memoiren von Wanninger kann doch lange verabredet gewesen sein. Ausgerechnet in diesem Revolverbus. Verabredet oder nicht, hier steht doch, auch im Mittelpunkt der Serie werden sechs nicht unbekannte Persönlichkeiten unserer Stadt stehen, ja, die einst in der Unterwelt überragende Rollen gespielt haben. Schonungslos werden ihnen die Masken vom Gesicht gerissen. Wir sind doch erledigt. Also, wenn ihr mich fragt, der Schocker hat recht. Danke. Das Ganze ist nur ein Bluff. Das darfst du doch selber nicht. Na, komm, komm. Ich bring den Wanninger um. Aber das ist vielleicht eine Lösung. Was sollen wir denn nun machen? Moment, Moment mal. Habt ihr alle Tomaten auf den Augen? Hier ist von sechs Personen die Rede. Und wie viel sind wir? Ich darf zusammenfassen, was wir jetzt alle denken, ja? In der Vorankündigung ist von sechs Personen die Rede, wir sind sieben. Das heißt also, sehen wir der Tatsache ins Gesicht, einer von uns ist ein Verräter. Einer von uns hat sich mit Wanninger verbündet. Und was immer ihm versprochen hat, er hat sich Schonung eingehandelt. Er wird in den Memoiren nicht vorkommen. Ja, da schau her. Alle sieben auf einen Streich. Was verschafft mir denn die zweifelhafte Ehre? Sauber. So kann man es auch nennen. Wer von uns macht mit dir gemeinsame Sache? Dem Kerl breche ich sämtliche Knochen. Na, wird's falsch!
Das hat doch jetzt gar keinen Sinn, nicht wahr, Herr Wanninger? Jetzt ist nur noch eins wichtig. Die für morgen angekündigte Folge Ihrer Memoiren darf nicht erscheinen. Das ist mir schon klar. Sonst wäre es ja Schluss mit dem ehrbaren Leben und seinen angenehmen Seiten. Gell? Ja. Und das können Sie doch nicht wirklich wollen, Herr Wanninger. Nicht wahr? Oder sind Sie neuerdings ein Feind der Resozialisierung? Nein. Nein, das sind Sie doch nicht. Also, rufen Sie an. Sagen Sie ganz einfach, Sie haben sich das anders überlegt. Oder sagen Sie, Sie müssten Ihr Manuskript für den Vorabdruck noch mal überarbeiten und leider könnte daher morgen nichts erscheinen, nicht wahr? Ja, ich wüsste schon eine Möglichkeit. Dazu müsste allerdings ich, der Wanninger, frei, persönlich und ohne Bewacher beim Nachtkurier erscheinen. Vielleicht könnte ich dann den Vorabdruck verhindern. Na, natürlich nicht umsonst. Es kostet Sie schon eine Kleinigkeit. Aber selbstverständlich. Nein, 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 nicht für mich. Für einen wohltätigen Zweck. Wo Sie doch alle so sozial sind. Einverstanden, Herr Wanninger. Bitte, Herr Wanninger. Das ist eine unmögliche Situation. Entschuldigen Sie. Ja. Herr Forscher, wie lange kann denn das noch dauern? Nee, Herr Steiner, es tut mir leid, aber die müssen jeden Moment kommen. So. Ja, der hat. Ja, jetzt kommen sie. Aha. Grüß Gott. Ja, Herr Wanninger. Ja, ich glaube, ich brauche Ihnen die Herren gar nicht vorstellen. Mancher von Ihnen ist ja schon öfters in Ihrem Blatt lobend erwähnt worden. Ja, sind alles gute alte Bekannte von mir. Ja, und zur Erinnerung an unsere gemeinsame, manchmal etwas stürmische Vergangenheit, gell? Haben wir eine Herrenpartie gemacht. 2 Tage ins Blaue, gell? Ja. Und bei dieser Gelegenheit haben die Herren einen hochherzigen Entschluss gefasst. Ja, sie spenden 1 Million D-Mark für einen wohltätigen Zweck. 1 Million. Ja. Und Herr Heidenreich möchte Ihnen jetzt den Scheck über diese Summe persönlich überreichen. Ja. Bitte, Herr Chefredakteur. Vielen Dank, Herr Heidenreich. Und nochmal bitte. Ja. Nochmal. Bitte, Herr Chefredakteur. Um was geht es hier eigentlich? Lassen Sie doch mal mit, Herr Rauch, wenn Sie es gerne machen. Ja, mach. Sehr gut. Ja. Herr Wanninger, der Vorabdruck. Ach so, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja. Ja, also die Herren, die möchten gern einen Blick in das Manuskript von Ihrem Vorabdruck werfen. Na ja, Sie möchten halt gern wissen, was über Sie geschrieben wird, gell? Ja, wir haben weder ein Manuskript, Herr Wanninger, noch erscheint ein Vorabdruck. Es sei denn, Sie überließen uns Ihres. Also ich würde mit Freude... Das ist ja noch nicht druckreif. Die jetzige Fassung, die gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich ja vieles wieder ändern. Ja, Herr Wanninger, das ist ja eine Sauerei. Schocker, wir sprechen uns. Schlauberger, du. Herr Oberinspektor Wanninger. Wunderbar! Bitte, ich gebe mal gratuliert. Herr Wanninger, das war großartig. Ja, wirklich fantastisch. Herr Wanninger, das hat ja wunderbar geklappt. Ganz toll. Gratulieren Sie, großer Meister. Über unsere feuchtfröhliche Herrenpartie und über den glorreichen Abschluss hier hätte ich doch beinahe vergessen, Ihnen in Würdigung Ihrer Verdienste die goldene Handschelle zu überreichen. Ach so, was? Das ist ja toll. Glückwunsch. Das ist aber Ehre. Sauber, gell? So, aber jetzt machen Sie es wieder auf. Wo ist denn der? Der ist schon weg, scheinbar. Was? Aber das werden wir gleich haben, Herr Wanninger. Na? Nein, das werden wir nicht gleich haben, glaube ich. Was ist denn nun los? Der hilft bloß Segen. Nein, 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 nichts mehr gesagt. So macht man das.